Maui, Leute. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Freunde, heute Donnerstag, Rewards Day, CR7 ist am Start, ihr seid am Start, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Smasht auf jeden Fall einen Like-Button hier wieder auseinander, Freunde. 10.000 Likes heute, für einen roten Cristiano, möchte ich sehen. Also Freunde, pusht euch auf jeden Fall rein, wir starten auf jeden Fall auf ganz entspannter Basis. Ich bin gespannt, was es heute gibt, ja. Gold 1, es wäre irgendwie typical, wenn wir mit Gold 1 was Gutes ziehen. Andererseits, ich habe nicht wirklich eine Erwartung so. Das ist halbwegs spielbar, es wäre eigentlich schon in Ordnung. Wir gucken auf jeden Fall mal. Zuvor möchte ich euch aber noch ein, zwei Sachen nicht vorenthalten, denn wir haben natürlich gestern auch wieder gestreamt und ich habe mein garantiertes Icon-Pack aufgemacht, plus so ein paar Inform-Sets. Ich würde sagen, die zeige ich euch jetzt als erstes. Let's go. Aber erstmal Ronaldo ziehen. Erstmal ein Cristiano ziehen. Oh, oh Gott. Mach Portugal. Gönn. Ah, Dinier. Aber ey, garantierte Team of the Week Packs und Frankreich Walkouts können wir. Dinier ist am Start. Oh, gerade schon bisschen Nasenbluten gehabt bei Walkout. Bisschen, aber nur ein bisschen. Ja, ist okay, ist okay. Können wir in der SBC reinballern, ne? Geiles Stats hat er jetzt nicht, der hat halt viel zu wenig Pace für Außenverteidiger. Zählt die Icon SBC zur Wette? Ey, Icon-Wette zählt nur dann, wenn du die aus einem ganz normalen Pack ziehst. Frankreich, Stürmer, Mateta. Mateta, geiler Spieler übrigens, ne? Grüße an alle Mainz-Fans, Mateta feier ich. Wenn ich dann mal irgendwann keine Klicks mehr auf meine Videos mache, dann einfach mal so ein Fake-SBB aufnehmen, wo ich Ronaldo discard, weil ich habe ihn ja eh zweimal. Egal. Ey, das ist aber heute ein bisschen unheimlich mit den Back-to-Back-Informs, die wir hier ziehen, ne? Lukaku hätte ich auch gefühlt, aber Carrasco nehme ich mit. Carrasco nehme ich mit. Oh Junge, immer wenn Walkout kommt, ne? Dann ist immer so ein bisschen. Vorgestern habe ich den Kanté im letzten Pack gecallt. Heute CR7, vertrau mir. Okay. Da. Letztes Pack. Da hatten wir am Montag Kanté im letzten. Heute kein Walkout. Schade. Nochmal den Kollegen. Schade. Mit gar kein Reden. Scheiße. Bitte nicht Italien oder so eine Rotze. Ja! Nein! 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 Oh Gott, nein! Ich hab dich doch schon gezogen! Digga, du bist Schuhsohle wert! Du bist nicht mal Schuhsohle wert! Meine Latschen sind mehr wert! Meine Latschen kosten mehr! Die kosten mehr! Oh mein Gott! Digga, es ist einer von der letzten Seite, oder? Ist es einer der schlechtesten? Es ist einer der schlechtesten. Ich nenne das Kind beim Namen. Oh mein Gott. Logi Jöf hat sogar gerade noch ein 10. Halsmaul! Halsmaul! Digga, jetzt glaube ich an gar nichts mehr. Logi Jöf hat, während das Pack aufgegangen ist, ein 10er donated und geschrieben, seh dich bei einem soliden Overmaß. Viel Glück fürs Pack, Diggi. Kann den mal einer bannen? Warum machst du so Auge? Warum machst du so Auge, du Wichs? Was bist du denn für einer? Was ist der Wert? 300. Nein, oh, oh, oh. Oh, 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 scheiße. 230.000. Okay, Freunde. Und dann sind wir auch schon wieder zurück am Start. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein mit den Division Rivals Rewards. Weiß gar nicht, ob ich da... Ich glaube, da müsste ich jetzt wieder Rang 3 sein. Ja, habe ich nicht wirklich viel gekriegt. 35k Pack und ich glaube, irgendwas Schlechteres. Ich glaube, das ist sogar schlechter als letzte Woche. Keine Ahnung. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und dann gucken wir gleich mal in die Weekend League Rewards rein. Rang 4 sind wir. Rein theoretisch, das Team of the Week ist ganz nice. Es sind jetzt nicht die absoluten heftigen, also in der Masse die heftigen Spieler mit drin, so Cristiano, Haaland und so, schon ganz nice, aber danach hört es halt so ein bisschen auf, deshalb, wir können auch heute in den Rewards echt krass rasiert werden, deshalb mache ich mir da jetzt einfach nicht so die heftigen Hoffnungen und dann ist es auch relativ entspannt. Wir starten auf jeden Fall mit dem ersten Pack, Frankreich, Torwart, Mondanda müsste das sein, ne? Ja, deshalb, ich bin schon mal überhaupt froh, dass ich hier ein paar Packs kriege, weil ihr seht es, Freunde, mein Verein ist geisteskrank leer. Ich habe fast gar nichts mehr im Semedo, nehmen wir auf jeden Fall mit für 10.000 Coins. Ich muss irgendwie meinen Verein auffüllen. Ich bin absolut insolvent gegangen. Aber gut, morgen kommen ja Lightning Rounds, Freunde. Morgen einschalten, Dual-Stream mit den Teasies. Müsst ihr am Start sein. So, jetzt haben wir noch einen 35er. Wie gesagt, einfach ein bisschen was in den Verein bekommen, dass ich ein paar SBCs und so morgen machen kann. Vielleicht mal so ein...
ja, so ein Schmutz-Walkout würde mir auch schon reichen. Oder dann jetzt wenigstens irgendwie sowas, ja, perfekt. 85er wollte ich irgendwie sagen, Torreira 81, stark jetzt, Boss. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich wollte doch einfach nur ein bisschen Rating haben, das ist doch kacke hier. Drecksverbrauchsobjekte, braucht eh keiner. Hier, das ist nämlich der Disrespect. Genau für diesen Spieler brauche ich Sachen im Verein, weil ich will nicht 350k für seine POTM-Karte ausgeben. Ich will ihn aus dem Verein machen, was ist denn da los hier, ey? So, und jetzt wird es heiß, Freunde. Foot Champions Rewards. Rufen wir ab. Gold 1 mit dem, ja, 600k-Team würde ich jetzt mal sagen. 600k-Team haben wir geholt. Zwischen 500 und 600 hat es gekostet. Es war ein sehr, sehr anstrengender Sonntag. Aber wir haben zwei Player-Picks. Gold 1 Player-Picks. Man muss dazu sagen, Gold Player-Picks. Gefühlt mehr Hoffnung als Elite mittlerweile. 50.000 Coins und ganz wichtig für mich, zwei 100k-Sets, mit denen ich meinen Verein ein bisschen auffüllen kann. Als erstes registrieren wir uns natürlich wieder für die Foot Champions Weekend League, ne? Also wenn ihr auch Bock drauf habt, dann auf jeden Fall dran denken. Ich bin motiviert diese Woche tatsächlich. Ich bin echt motiviert. Wir haben übrigens auch ein geiles Team gebaut. Das seht ihr auf meinem Stream-Highlight-Kanal. Natürlich zu seinen Ehren rund um Diego Armando Maradona. Also gerne mal abchecken. Aber jetzt geht's erstmal los mit Player Picks, würde ich sagen. Jetzt geht's erstmal damit los. Gucken, was wir bekommen. Gucken, was wir bekommen. Also, was haben wir denn drin? Wir haben Haaland rein, theoretisch. Der wäre ganz nice. Carrasco habe ich als Untrade in Form. Der wäre so, na. Und dann hört es eigentlich fast schon auf. Lukaku ist noch am Start. Ja, Cristiano natürlich. Wir gucken erstmal. Ich würde sagen, erster Player Pick. Let's go. Für den roten Ronaldo. Schade, ich glaube, ich habe alle gestern schon in den Inform-Packs gezogen. Gehen wir mit dem 83er Berardi, der hat immerhin 4 Sterne Skills. Der ist jetzt nicht komplett unspielbar. Ja, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Man darf halt bei Goldring auch eigentlich ehrlich nichts erwarten. Ne? Aber ich glaube, fast Berardi ist schon gar nicht mal so kacke. Also der ist jetzt auch nichts wert, ne, klar. Aber den kann man halt wenigstens mal zocken. Also Ingame dann auch für 10 stellen oder so. So schlechte Stats hat er ja nicht. Also, gefühlt wäre es bei Elite wieder ein 75er gewesen. So, zweiter Player-Pick. In der Hoffnung, dass die EA Sports kein Auge macht und ich wieder lieb habe. EA Sports, hast du mich lieb? Nein, EA Sports habe ich nicht lieb. Das ist dann auch mal Gold 1, wie Gold 1 wahrscheinlich eigentlich sein sollte. Natürlich wieder super, dass ich hier den Spieler, den ich gerade ausgewählt habe, nochmal zur Auswahl bekomme. Das freut mich jetzt schon wieder. Da bin ich geheilt. Melia nehme ich mit. So, dann haben wir aber noch zwei 100k-Packs. Da kann ja auch noch was Gutes drin sein. Komm schon. Lieber EA-Gott, ich muss meinen Verein auffüllen. Jetzt gönn mir mal. Ich muss morgen in Teasy schon zwei Lightning Rounds zahlen. Jetzt musst du mal ein bisschen für mich arbeiten, EA Sports. Was soll denn das? Argentinien. Ikone Argentinien ZOM wäre mal wieder schön. Inform Perotti 82 hat er. Den haben wir gestern auch schon gezogen. Das heißt, ich kann den discarden. Also die Coins nehme ich auf jeden Fall mit. Kingsley Coman, Lorente, die sind halt alle nichts mehr wert, ne? Ne, 1300 Coins. Da machst du halt wirklich gar nichts mehr mit. Gut, nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. So, dann 100k-Pack Nummer 2. Ey, komm, wenigstens mal ein Walkout. Wir können ja nicht ohne Walkout rausgehen, EA. Machen wir nicht so. Braucht ein bisschen Rating in meinem Verein. Perfekt. Komplett rasiert worden bei den Rewards. Cold! Nice! Nice! Rewards time, baby! Feier ich! Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Woche. Meine Foot Champions Rewards gönnen komplett. Wie Sie gesehen haben, lief das heute wieder gar nicht mal so gut. Das tut natürlich weh. Alter, war das scheiße. Hat sich richtig gelohnt zu zocken. Ich habe halt gerade überlegt, ob ich vielleicht noch so ein Foot Champions Upgrade Set mache. Weil ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, ich müsste halt noch einen fünften Spieler abgeben. Hakimi ist jetzt nicht so schlecht, Florenzi würde ich eigentlich auch eher behalten. Und von den dreien möchte ich echt keinen abgeben. Ich weiß, ich habe Lorente auch als Inform untradable. Aber wenn man die als rote Playerpicks hat, sieht das halt schon ein bisschen cooler aus. Und Kruse und Benzema möchte ich auf jeden Fall nicht abgeben. Deshalb machen wir das wahrscheinlich nächste Woche, würde ich sagen. Ich bin dann auch wieder raus für dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, smasht auf jeden Fall den Like-Button. 10.000 Likes möchte ich hier auf jeden Fall Minimum sehen. Schreibt mal rein, was ihr für einen Rang erreicht habt, was ihr in den Foot Champions Rewards bekommen habt. Und vielleicht auch, wie euer Icon-Pack war, wenn ihr es schon gezogen habt. Oder macht ihr die vielleicht nicht, weil die zu teuer ist. Schreibt es ganz gerne mal rein. Ansonsten morgen Dual-Stream mit den Teasys abchecken und auf meinem Stream-Highlight-Kanal vorbeischauen. Wir haben zu Ehren von Diego Armando Maradona ein Weekend-League-Team um den gebaut. War ja oder ist einer unserer größten Kanallegenden. Der ist ja leider gestern von uns gegangen. Ziemlich miese Nachricht gewesen. Deshalb, ich wollte jetzt nicht so heuchlerisch am Anfang vom Video was zu sagen. So, weil ich kannte den nicht persönlich so. Ich habe den nie live Fußball spielen sehen. Für mich
klar, ist einer der besten Fußballer aller Zeiten. Jeder kennt die Videos, wo er 20 Leute aussteigen lässt. Aber bei uns war das ja vor allem auch eben so eine FIFA-Kanal-Legende. Deshalb ist immer, finde ich, schwierig, da so ein bisschen die Balance zwischen Anstand, aber auch nicht, und Respekt zu verlieren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, Freunde. Wir werden auf jeden Fall in der Weekend League mit dem guten Diego spielen und da ein bisschen Action machen. Schaltet ein, wenn es soweit ist. Bis dahin, ich wünsche euch einen absolut traumhaften. Macht's gut und ciao, ciao.